Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mond, hier beim allerletzten Part dieses Let's Plays. Denn im vorherigen Part haben wir es schon geschafft, drei weitere Top 4 Mitglieder Platz zu machen, hier bei der zweiten Runde von den Top 4. Und zwar die Myla mit ihren Gesteins-Pokémon, die Lola mit ihren Geister-Pokémon und die Kahili mit ihren Flug-Pokémon. Und jetzt wollen wir dann noch den Champ-Herausforderungskampf machen, oder irgendwie so. Ich habe dafür mal Donario nach vorne gepackt, denn ich weiß übrigens auch tatsächlich schon, gegen wen wir jetzt dann gleich kämpfen werden. Ich weiß nämlich auch schon, wie das jetzt so alles genau abläuft. Ich kann es euch jetzt nämlich mal erzählen. Es ist nämlich so, wenn man jetzt hier die Liga dann eben zum zweiten Mal spielt, dann wird jetzt eben dann gleich ein Herausforderer kommen, der uns, den Champ, jetzt herausfordert, um halt in einem Kampf zu bestehen, dass halt er dann der neue Champ werden kann. Und es wird da zufällig irgendein Charakter ausgewählt aus 10 Trainern. Und das sind alles Trainer, die wir auch schon irgendwann mal getroffen haben, bis auf einen. Es gibt sogar einen komplett neuen Trainer darunter, der aus irgendeiner anderen Generation ist oder irgendwie so, glaube ich, keine Ahnung. Und darunter sind zum Beispiel Tali oder Hapu oder irgend so ein Knirps auf Route 1 oder irgendwie so. Und dann noch Chris, glaube ich, auch. Und dann noch dieser eine Typ mit seinen Stahl-Pokémon, den wir bei der Sternwarte getroffen haben. Also ganz viele Trainer können hier auftauchen. Und da wird eben zufällig einer ausgewählt. Aber wenn man zum ersten Mal die Liga zum zweiten Mal macht, quasi, ne? Zum ersten Mal die Rückrunde, dann kommt immer Tali. Hey Benny, endlich habe ich es auch bis hierher geschafft. Aber ich bin noch nicht am Ziel. Es gibt noch einen Trainer, den ich besiegen muss. Und der steht vor mir. So, geht auch gleich los. Wie gesagt, wenn ihr jetzt die Liga noch ein weiteres Mal spielen würdet, dann würde eventuell nicht nochmal Tali kommen, sondern jemand anderes. Kann aber sein, dass Tali sogar, glaube ich, auch nochmal kommt. Das kann, glaube ich, sein. Dann wird es dann einfach zufällig aus diesem Pool von den 10 Trainern da ausgewählt. So, und er hat sogar nur 5, gar nicht mal 6 Stück. Also ich glaube, das ist machbar, jetzt hier gegen Tali zu kämpfen. Und genau deswegen habe ich auch Donario nach vorne gepackt, weil ich mir nämlich schon dachte, dass er mit seinem Alola Raichu beginnt, weil er nämlich häufig damit begonnen hat. Und Donario ist da ziemlich gut dagegen, weil er hoffentlich eine Psychokinese überleben wird und du aber einen Käfer gibt Rumlicht. Deswegen habe ich dann nach vorne gepackt. So, überlebe ich. Ja, ziemlich locker sogar. Aber du, einen Käfer, gib rum nicht. Sehr schön, okay. Plan leider perfekt aufgegangen. Und eine seiner größten Bedrohungen schon besiegt. So, dann kommt sein Fuego. Okay. Ja, am besten würde ich einfach am liebsten wieder Primarine dagegen benutzen, natürlich. Aber es hat halt schon Level 63. Habe ich da nicht jemand anderen, der gut gegen Fuego ist? Sprich, gegen Feuer und Licht. Eigentlich nicht so wirklich, ne? Gravel ist nicht gut. Amphira nicht so wirklich. Choreo geht auch nicht. Nee, ich muss Primarine benutzen. Na gut, dann halt doch Primarine. Ist auch in Ordnung. So. Dö-dö-dö-düm. Wieder mal der Kampf der Starter. Und wir machen dann eine Schaumserenade. Kabam! Ach, ernsthaft jetzt? Wirklich? Okay, keine Robustheit oder so, einfach ein Kaffee übrig geblieben. So ein Witz. Und Erdbeben tut ziemlich weh. Okay. Dann wird Tali eventuell gleich einen Trank benutzen. Ich bleibe aber einfach bei Schaumserenade. Okay, benutzt gar keinen. Vielleicht hat Tali gar keine Tränke, ich weiß nicht genau. Was für ein Level hast du eigentlich? Habe ich gar nicht gesehen. Auch nur 63, ja, das ist nämlich das Problem. Der hat auch nicht wirklich ein hohes Level. Na, das habe ich nämlich schon gehört, dass diese Champ-Rückkämpfe nicht so wirklich schwierig sind. So, dann Koalelu. Das ist ja einfach nur normal, deswegen benutzen wir da Gravel und hauen einfach mit Nahkampf schön drauf. So. Ich glaube, der Part wird übrigens auch etwas kürzer werden. Etwas sehr kurz sogar, weil ich glaube, nach dem Champ-Kampf jetzt oder nach dem Rückkampf kommt nämlich gar nicht mehr viel. Dann werden wir, glaube ich, wieder einfach rausgeworfen und viel kommt dann irgendwie gar nicht mehr. Aber na gut, dann wird der Part halt ein bisschen kürzer. Der letzte war ja dafür auch sehr viel länger und wenn der letzte Part eines Let's Plays kürzer ist, ist es schon in Ordnung. Die meisten meiner letzten Parts eines Let's Plays sind eh oftmals sehr, sehr viel Pflanzenattacke. Okay, das geht aber. Es sind oftmals eh sehr, sehr viel länger als normalerweise. Und wenn mal einer ein bisschen kürzer ist, dann passt es, glaube ich, schon. So. Und stirb. Okay. Ja, Tali hat auch gar nicht mal so ein ultra gutes Team eigentlich, finde ich. Irgendwie muss ich sagen, weil gegen viele seiner Pokémon habe ich halt irgendwas Tolles. Jetzt kommt sein Gravel. Hatte er damals auch schon Gravel? Ja, es kann sein, dass er damals... ich meine, wir haben ja zum letzten Mal gegen Tali gekämpft vor der Liga, bevor wir zum ersten Mal besiegt haben, oder halt gemacht haben. Hatte er da sogar nur 4 Stück? Das kann sogar sein, dass er da noch gar keinen Gravel hatte. Weiß ich jetzt gar nicht. Dann benutze ich hier mal Amphira, weil Amphira dich nämlich dann locker töten kann. Okay. So, kann ich auch noch meine Zellattacke dann raushauen.
Obwohl ich wahrscheinlich gar keine bräuchte. Ich glaube, dass auch so ein Hitzekoller ausreichen dürfte. Aber ich gehe auf Nummer sicher und dann dürfen wir auch nochmal eine coole Z-Animation sehen. Die haben wir zwar 1000 Mal schon gesehen. Die dynamische Maxi-Flamme, aber warum denn nicht? Schneller bin ich sowieso, also passt. So, ein allerletztes Mal für dieses Let's Play dürfen wir eine Z-Attacke sehen, und zwar die dynamische Maxi-Flamme. Sehr schön, okay. Dann ist sogar jetzt der Kampf gegen Tali irgendwie der kürzeste von all den Top 4 Kämpfen auch, ne? Für die Top 4 habe ich, ja, und da bleibe ich am besten einfach drin. Würde ich sagen, ja. Für die Top 4 habe ich für jeden einzelnen länger gebraucht, als jetzt hier für Tali. Irgendwie schon, ne? Weil auch für die Pulver ist nämlich kein Problem. Ich mach mal einen Hitzekoller sogar, weil eventuell einfach ein Hitzekoller ausreichen wird. So. Coole Augen. Das senkt nochmal was. Angriff. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und bam. Jo, Tali. Das war nix. Das war irgendwie nix. Ich muss mir eingestehen, dass ich schwach bin. Ich werde und werde einfach nicht stärker. Ach, Tali, so hart musst du jetzt auch wieder nicht mit dir ins Gericht gehen. Du wirst schon stärker, aber wir sind halt einfach der Champ, ne? Wir sind halt einfach gut. Das ist echt frustrierend. Ich habe doch mein Bestes gegeben. Ach komm, Tali. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht, gegen dich anzutreten. Danke, Benny. Du hast deinen Titel verteidigt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, dass jetzt so schnell gehen wird, habe ich jetzt auch nicht gedacht, ehrlich gesagt. Aber gut. Donarion auf Level 62. Koryugel auf Level 62. Krabbel auch auf Level 62. Kolossand auf Level 63. Amphira auf Level 62. Und natürlich Primarine auf Level 63. Du hast deinen Titel verteidigt. Herzlichen Glückwunsch. Yay. Wir sind immer noch Champ. Champ 2.0 jetzt quasi. Yeah. Okay, und das immer einfach wieder. Und jetzt kann ich die eben nochmal machen, wenn ich wollte. Genau, okay. Ja gut. Dann ist der Part jetzt sogar sehr viel kürzer. Das tut mir jetzt echt leid, dass der zu kurz geworden ist. Aber gut, aber ich muss eh noch ein bisschen was sagen, bevor ich mich jetzt dann gleich von euch verabschiede. Also ein paar Sachen will ich noch erwähnen. Einmal das neue Projekt, das dann morgen starten wird. Oder was anderes will ich noch kurz erwähnen, dann werde ich mich jetzt noch einfach hier kurz stehen bleiben vor der Pokémon-Liga. Und zwar, ich wurde ja auch schon während des Let's Plays häufiger mal gefragt, ob ich denn jetzt nach dem Let's Play von Pokémon Mond nochmal auch Online-Kämpfe gegen euch machen will. Und da habe ich in den Kommentaren immer nie so wirklich Ja oder Nein gesagt, weil ich es auch selber noch gar nicht genau wusste. Und jetzt habe ich mir das auch mal überlegt. Und ich habe mich dazu entschieden, dass ich erstmal keine Online-Kämpfe gegen euch machen werde. Betonung liegt aber auf erstmal. Ich werde mal mit sehr, sehr großer Sicherheit irgendwann mal später mal Kämpfe gegen euch machen. Nochmal irgendwann in irgendeiner Form. Vielleicht auch mal bei einem späteren Pokémon-Spiel. Jetzt nicht unbedingt halt hier in der 7. Generation. Vielleicht auch mal halt zur 8. Generation oder irgendwie so. Obwohl das auch fast zu spät ist. Mal gucken. Aber irgendwann werden nochmal bestimmt Kämpfe gegen euch kommen. Momentan aber halt erstmal nicht. Weil ich nämlich finde, dass ich einfach zu schwach und zu schlecht in Pokémon bin. Das ist einfach so. Und vor allem auch mein Team ist nicht gut genug. Denn im Kampf haben wir sehen können, dass ich da ziemlich fertig gemacht wurde teilweise von den Gegnern schon. Ich hatte zwar 2 Kämpfe gewinnen können, aber genauso gut auch 2 verloren. Und ich habe dann, nachdem wir im Kampfbaum waren, habe ich dann auch nochmal tatsächlich schon mal online ein bisschen gespielt, privat, habe ich schon mal online im Pokémon-Mond ein bisschen gespielt, um mal auszutesten, wie denn so der Online-Modus ist und ob ich denn da Chancen habe. Und ich kann euch erzählen, ich habe da mal im Prinzip den ganzen Nachmittag Online-Kämpfe gemacht, irgendwie so 3 Stunden oder sowas am Stück. Das waren dann so, weiß nicht, 10 bis 20 Kämpfe oder sowas, also ungefähr 15 Kämpfe dürften das gewesen sein. Und ich habe jeden
einzelnen verloren. Ich habe keinen einzigen Kampf gewinnen können. Es kamen auch verdammt häufig irgendwelche total hobbylosen Japaner wieder mal. Aber nicht unbedingt das nur. Es kamen auch andere Leute auch aus den USA oder auch aus Deutschland sogar hatte ich einen Gegner mal. Aber selbst die hatten viel zu gute Pokémon, ja. Also die hatten wirklich die total heftigsten Pokémon, hatten auch immer alle Mega-Entwicklungen. Unwahrscheinlich perfekte DVs und EVs und perfekte Wesen. Und perfekte Fähigkeiten und hast du nicht gesehen. Und ich habe halt einfach mein langweiliges Story, also langweiliges in Anführungszeichen Story-Team genommen. Und die hatten nicht den Hauch einer Chance. Wie gesagt, ich habe so ungefähr 15 Kämpfe gemacht und ich habe keinen einzigen gewinnen können. Und da war ich auch echt frustriert und es hat mir einfach keinen Spaß gemacht, dann irgendwann mehr. Ich wollte halt unbedingt zumindest einen Kampf gewinnen, aber ich habe dann irgendwann keinen Bock mehr gehabt, weil ich einfach nicht gewinnen konnte. Und ich glaube, dass es halt gegen euch ähnlich verlaufen würde. Ich glaube zwar nicht, dass jeder von euch auch so krank ist und seine Pokémon perfekt züchtet und sowas, aber ich weiß, dass, das habt ihr mir schon in die Kommentare geschrieben, dass es doch einige von euch machen, tatsächlich. Dass sie halt wirklich sich stark um ihre Pokémon da kümmern und die halt wirklich perfekt machen wollen. Und dann hätte ich da halt wirklich auch nicht den Hauch einer Chance. Und da würde halt dann jegliche Spannung fehlen und dementsprechend habe ich mich eben dazu entschieden, dass ich erstmal keine Kämpfe gegen euch machen werde, weil die einfach überhaupt nicht spannend wären, diese Kämpfe, weil ich einfach mit meinem Story-Team, das ich dann halt benutzen wollen würde, weil ich halt dann einfach absolut keine Chance gegen euch hätte und ihr alle mit mir den Boden aufwischen würdet und da wäre keine Spannung drin, das wäre deswegen auch doof, deswegen werden wir es mal irgendwann später machen. Wenn ich mal von Pokémon ein bisschen mehr Ahnung habe und wenn ich eventuell sogar auch offscreen ein bisschen was gemacht haben werde, denn ich werde eventuell, obwohl das Let's Play vorbei ist, eventuell werde ich noch Pokémon Mond privat weiterspielen und dann halt doch vielleicht auch mal mich ein bisschen mit diesem Züchten, was ich ja bisher noch nie wirklich gemacht habe, mich da mal ein bisschen beschäftigen damit und dann mir doch auch ein bisschen bessere Pokémon halt machen mit besseren DVs und EVs und dem ganzen Gedöns, dass ich dann auch zumindest halbwegs dann eine Chance hätte gegen euch. Deswegen erstmal gibt es noch keine Kämpfe, irgendwann definitiv mal werde ich Pokémon-Kämpfe gegen euch machen, ja das steht völlig außer Frage eigentlich, weil es sich einfach super anbietet, aber ich bin momentan einfach nicht gut genug im Pokémon, weder von meinem Skill her auch nicht, weil ich einfach noch nicht genügend weiß, weil ich einfach noch nicht genügend Erfahrung habe, aber auch die Tatsache, dass meine Pokémon einfach nicht gut genug sind, das alles führt dazu, dass ich einfach keine Chance hätte, dass die Spannung fehlen würde und deswegen erstmal würde es dann keine Kämpfe gegen euch geben, irgendwann später schon, aber erstmal keine, wollte ich nur dann kurz erwähnen. Genau. Und was ich eben auch noch erwähnen wollte, bevor ich mich dann gleich verabschiede, ist das neue Projekt, das dann morgen kommen wird, natürlich. Denn natürlich wird wieder morgen ein neues Projekt kommen, ganz klar. Und zwar dann auch halt um 18 Uhr. Pokémon Moon kommt ja gerade um 18 Uhr, genau. Also morgen dann um 18 Uhr wird ein neues Projekt kommen. Und wieder mal gebe ich einen Tipp. Die Frage ist, was gebe ich denn eigentlich für einen Tipp? Ist schwierig, da jetzt einen Tipp zu geben, ohne allzu viel zu verraten. Ich sag mal so, es ist der nächste Teil einer Serie, die schon auf diesem Kanal quasi gestartet ist. Aber irgendwie ist es trotzdem ganz neu und so gar nicht wie das davorige, was wir schon gespielt haben auf diesem Kanal von dieser Serie. Aber irgendwie ist es auch doch vertraut. Ja, das war jetzt wieder mal etwas sehr vage, ich weiß, aber das mache ich ja gerne so. Ihr könnt einfach mal auf meinem Kanal gucken, was ich schon alles Let's Played habe. Und mit irgendeinem von diesen Spielen wird es dann weitergehen. So irgendwie halt mit einem neuen Teil, so irgendwie. Und der ist halt irgendwie ganz neu, aber trotzdem auch sehr, sehr vertraut. Wie das, was wir halt davor schon gespielt haben. Ne? Irgendwie so. Wieder mal sehr vage, ich weiß. Aber ich mache das gerne so. Ich lasse euch da gerne rätseln. Ich will es halt nicht so konkret immer machen bei den Tipps, weil sonst ist es ja langweilig. Wenn jeder von euch dann einfach sofort weiß, was ich damit meine. Es sollen halt nur die wenigsten von euch darauf kommen, dass dann die meisten von euch sich morgen halt überraschen lassen können. Ne? Okay. Gut, dann würde ich aber sagen, Leute, war es das hier für diesen Part und auch für das ganze Let's Play von Pokémon Mond haben wir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Waren ja auch wieder mal jetzt über 100 Parts. War ja auch mein erstes Pokémon-Let's Play jetzt endlich mal, nachdem so viele von euch schon immer wieder gefragt haben, weil ich denn endlich mal ein Pokémon-Let's Play mache. Jetzt ist es soweit mit Pokémon Mond eben der Fall gewesen. Und das habt ihr mir auch schon häufig gefragt. Ja, es werden auf jeden Fall noch weitere Pokémon-Let's Plays kommen. Ich habe mal gesagt, dass ich zumindest zu jeder Spezialgeneration, oder nicht Spezialedition meine ich, zumindest dazu noch von jeder Generation eben zur Spezialedition noch ein Let's Play machen will. Obwohl jetzt Pokémon Mond gar nicht die Spezialedition quasi war, weil es wird ja wahrscheinlich noch Pokémon Sterne kommen, aber gut. Aber trotzdem, zu jeder Spezialedition möchte ich zumindest mal, oder halt jede Generation möchte ich zumindest mal Let's Play haben. Also auch die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste und alle weiteren werden wahrscheinlich auch noch irgendwie kommen. Ich werde halt nicht jetzt jedes einzelne Spiel immer halt spielen. Also halt jetzt nicht Rot und Blau und Gelb oder irgendwie sowas, sondern halt dann nur eins von denen von der ersten Generation und nur eins von der zweiten und eins von der dritten oder irgendwie sowas. Aber jede Generation möchte ich schon mal Let's Play haben, deswegen, es werden noch weitere Pokémon-Spiele kommen, keine Sorge. Wann genau, keine Ahnung, aber irgendwann wird es dann schon mit Pokémon mal wieder weitergehen. Aber mit Pokémon Mond war es erstmal, war wirklich ein super tolles Spiel, die Alola-Region, die siebte Generation ist dermaßen toll, die Pokémon hier sind super cool, habe ich ja schon alles im, hier bei den Credits gesagt, also wirklich ein tolles Spiel. Und wenn ihr euch überlegt, das zu kaufen, dann tut's, weil es ist wirklich, finde ich, das beste Pokémon von denen, die ich bisher gespielt habe. Okay. Auf jeden Fall würde ich mich dann noch selber einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos und auch neuen Projekten wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.